Heute möchte ich mal mit euch über das Tempo in Gig Performer sprechen, beziehungsweise das Metronom und wo man überall dieses Tempo einstellen kann. Über den Klick, wie ich das mache, haben wir schon mal ein Video gehabt. Das heißt, ich habe euch gezeigt, wo ihr hier unter General den Ausgang routet. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus beim letzten Mal, weil ich meinen Submix umgestellt habe, werde ich euch nochmal was zu erzählen. Und dann gibt es folgendes hier oben, Play. Hier oben kann man das Tempo eingeben und das ist das globale Tempo. Wenn ich also grundsätzlich nichts anderes mehr einstelle, kommt mein Tempo hier oben raus. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit, dass ich hier im Song, wenn ich hier doppelt draufklicke, sagen kann, überschreibe das globale Tempo, also das hier oben, und nimm dann bitte das neue Tempo. Hier kann ich sowohl das Tempo als auch die Time Signature einstellen und dass es mit der externen MIDI-Glocke gesynkt wird. Warum passt das hier oben jetzt nicht zueinander? Das liegt einfach daran, dass ich gerade gestartet habe und er nicht umgesprungen ist. Wenn ich jetzt wieder hier hinspringe, springt er hier oben auf die 104. Und das kann ich jetzt hier einfach für jedes Rackspace machen. Jetzt kommt aber der Trick oder das, was man wissen muss, was man im Forum, im englischsprachigen Gig Performer Forum öfter findet. Wenn ich jetzt hier auf Setlist klicke, sind die Einstellungen aus dem Rackspace nicht mehr vorhanden. Das heißt, es beginnt alles vom Neuen. Er bezieht sich jetzt hier oben drauf auf das globale Tempo. Für das Rackspace oder für die Setliste kann ich hier, wenn ich hier doppelt draufklicke, nochmal ein separates Tempo angeben und das Ganze überschreiben. Das heißt, ich kann quasi einen Rackspace anlegen und kann, wenn ich in mehreren Bands das mit unterschiedlichen Tempi spiele, das auch in meiner Setliste hier nutzen. Also ich kann pro Setlist tatsächlich dann das Tempo für einen Song einzeln ändern. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich hier irgendwo was habe, wo... Genau, so. Wenn ich jetzt hier auf Intro klicke, kann ich hier ein Tempo einstellen und ich kann hier auch für den restlichen Teil ein Tempo einstellen. Das heißt, ich kann in der Setlist auch für unterschiedliche Variations das Tempo ändern. Das heißt, gerade bei Songs mit Tempiwechseln wie Anything for Love beispielsweise, kann ich hier das Tempo mit einem Schalter ändern. Das heißt, ich klicke auf Wechsel und zack, ändert das. Was ich euch jetzt nicht sagen kann, was ich aber hoffe, ist, dass das Tempo weiterläuft und erst beim nächsten Schlag dann das Tempo wechselt und der nicht neu auf die 1 anfängt. Aber ich meine, das wäre so. Werde ich noch ausprobieren, habe ich bisher selber nicht benutzt. Aber ihr seht, dass es jetzt hier noch diese zweite Ebene oder die dritte Ebene gibt, um das Tempo zu ändern. Und was jetzt noch dazu kommt, ist, dass man dem MIDI-Player und dem Audio-Player. Ich habe jetzt hier, glaube ich, nur eins drin, den Audio-Player. Wir gucken mal eben. Ja, hier ist nur der Audio-Player drin, aber ich habe im Globalen, hier habe ich einen MIDI-File-Player drin. Dem kann man auch nochmal ein separates Tempo geben. Also unabhängig vom Globalen und von dem Rackspace könnte ich dem auch nochmal ein separates Tempo geben. Ob man das braucht, sei mal dahingestellt, aber das ist grundsätzlich das, was Gig Performer uns an Möglichkeiten und Freiheiten bietet.